in dem wir uns ja die Buchungen im Beschaffungsbereich von Waren anschauen. In den vorherigen beiden Videos haben wir uns schon typische Buchungssätze angeschaut, ihr könnt auch schon Sofortrabatte buchen. In diesem Video schauen wir uns jetzt eine weitere Variation der Eingangsrechnung an, denn die kennt ihr ja schon. Ihr wisst, es liegt eine Eingangsrechnung vom Lieferanten vor, wir haben Ware gekauft und zwar wieder 10 Stück zum Einzelpreis von 54 Euro. Das Besondere ist jetzt, dass der Lieferant uns für den Versand der Ware hier Versandkosten in Höhe von 50 Euro in Rechnung stellt. Das führt dann dazu, dass die Rechnungssumme netto auf 590 Euro steigt, der Lieferant rechnet 19% Umsatzsteuer auf und es ergibt sich ein Rechnungsbetrag von 602,10 Euro. Jetzt müsst ihr hier besonders darauf achten, dass hier ja speziell Versandkosten zusätzlich in Rechnung gestellt werden. Jetzt ist das nämlich so, dass beim Bezug von Ware hierzu ein spezielles Unterkonto, das sogenannte Konto Bezugskosten, verwendet wird. Das ist ein Unterkonto zur Aufwendung für Waren, das heißt also, die Bezugskosten bucht ihr nicht auf das Konto Aufwendung für Waren, sondern auf das spezielle Konto Bezugskosten für Waren. Warum man hier ein Unterkonto verwendet, ist einfach erklärt, das soll nämlich später ein bisschen mehr Transparenz bei der Bezugskalkulation geben. Jeder von euch, der sich schon mit der Bezugskalkulation auskennt, der weiß ja, dass wir ja in der Kalkulation einen speziellen Posten haben, nämlich die sogenannten Bezugskosten, und die spielen später eine Rolle. Deswegen solltet ihr euch, wie gesagt, schon ein bisschen mit der Bezugskalkulation auskennen. Deswegen ist der Buchungssatz nämlich ein bisschen problematisch. Aber schauen wir uns doch zunächst einmal den Buchungssatz an. Wir haben ja hier die Ware eingekauft, das heißt, wir buchen Aufwendung für Ware. Dann buchen wir die Versandkosten, pauschal 50 Euro in der Rechnung, auf das Konto Bezugskosten für Ware. Und wir buchen die Vorsteuer im Soll, das wisst ihr ja, das ist ja bei jeder Eingangsrechnung gleich. Und dann buchen wir Anverbindlichkeiten, auch das ist ja bei jeder Eingangsrechnung gleich, das habe ich euch in den vorherigen Videos erklärt. Wir verwenden hier im Buchungssatz das spezielle Kreditorenkonto, auch das habe ich euch alles in den vorherigen Videos erklärt. Jetzt ist nämlich das Problem bei dieser Eingangsrechnung, dass ihr ja unten in der Rechnung erkennen könnt, dass der Lieferant uns 2% Skonto gewährt. Und das bedeutet ja, dass unser Unternehmen die Möglichkeit hat, beim Zahlungsausgleich 2% vom Rechnungsbetrag abzuziehen. Und wenn man jetzt die Transportkosten, also in unserem Beispiel die Versandkosten, auf ein spezielles Unterkonto, also Bezugskosten für Ware, bucht, dann hat das natürlich nachher Auswirkungen, wenn wir die Rechnung unter Abzug von 2% Skonto ausgleichen. Denn dann müssen wir ja beim Rechnungsausgleich sowohl das Konto Aufwand für Ware als auch das Konto Bezugskosten für Ware entsprechend um 2% korrigieren. Und deswegen wird so ein Fall in der Prüfung relativ selten verwendet. Das ist nämlich viel zu kompliziert, wenn die Rechnung später unter Abzug von Skonto ausgeglichen wird. Und um genau dieses Problem zu umgehen, wendet man jetzt in der Prüfung einen Trick an. Und zwar erhaltet ihr zur ursprünglichen Eingangsrechnung eine weitere Rechnung eines Spediteurs. Das heißt also, ihr erhaltet eine solche Rechnung, die ich euch hier auszugsweise darstelle, von einem weiteren Unternehmen, nämlich, wie gesagt, dem Spediteur. Ihr müsst also in der Prüfung schauen, was wurde hier transportiert, dann erkennt ihr, es wurde die Ware, die wir in der Eingangsrechnung gebucht haben, vom Spediteur zu unserem Unternehmen geliefert. Und jetzt müsst ihr wieder an dieser Stelle ein bisschen über die Lieferbedingungen Bescheid wissen. Das heißt nämlich, dass der Verkäufer uns die Ware bereitgestellt hat an seiner Niederlassung und wir jetzt den Transport selbst in Auftrag geben mussten. Und das haben wir eben über die Spedition abgewickelt. Dies führt nämlich jetzt dazu, dass der Spediteur eben die Lieferung durchgeführt hat, also die Ware vom Lieferanten zu uns geliefert hat und uns jetzt den Transport in Rechnung stellt. Und jetzt wisst ihr ja, dass man die Kosten für den Transport der Ware vom Lieferanten zu unserem Unternehmen auf einem speziellen Konto, nämlich dem Unterkonto Bezugskosten für Ware, bucht. Das bedeutet also, in der Prüfung erhaltet ihr die Eingangsrechnung des Lieferanten für die Ware, ihr bucht Aufwand für Ware und Vorsteuer an Verbindlichkeiten und dann erhaltet ihr noch zusätzlich die Eingangsrechnung des Spediteurs, der die Ware vom Lieferanten zu uns transportiert hat. Und dann bucht ihr eben Bezugskosten für Ware und Vorsteuer an Verbindlichkeiten. Klingt ein bisschen kompliziert, aber denkt dran, eine Eingangsrechnung wird ja grundsätzlich immer gleich gebucht. Vorsteuer im Soll, Verbindlichkeiten im Haben. Und auch hier müsst ihr dann eben nur noch schauen, dass ihr das entsprechende Kreditorenkonto für den Spediteur benutzt. Und schon habt ihr auch die Eingangsrechnung des Spediteurs richtig gebucht.